Und da sind wir schon wieder und haben ein klonisches Siegel der Bindung geopfert, deswegen müssen wir jetzt nochmal eins suchen. Aber ich denke mal, das werden wir schon finden. Sternchen sind hier ja noch genug. Wir könnten aber auch noch unseren Schreinpunkt vergeben. Ah, das wäre der Käfig. Auch niemand drin. Dieses Bloodgrove ist ja eigentlich ziemlich groß. Also doch kein Tälchen, sondern ein Tal, ein Bluttal. Oh, von denen haben wir jetzt alle. Wieder weg von dem Sternchen da oben. Aber es wird euch nichts nützen. Hatten jetzt dieses Siegel, doch, Siegel ist es, ein Siegel. Hatten das jetzt nur die... Okay, da kann man noch ein paar mehr. Hatten das jetzt nur irgendwelche kleinen Bosse oder Bosse an sich? Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ich meine, das wäre vorhin auch mal von normalen gedroppt. Okay, das wäre jetzt nicht unbedingt relevant. Vielleicht braucht man das ja... Oh, wollte da jetzt da hinten jemand angreifen? Wenn man so durchgerannt ist. Oh, ein klonisches Rift. Das heißt, das wäre jetzt so ein Rift, an dem man mal testen kann, wo das hinführt. Dann machen wir das doch mal gleich. Wir sind mutig. Nee, nein. Oh. Ui. Da sieht es ja cool aus. Wir laufen auf toten Köpfen und das ist alles schwarz. Die ersten Gegner haben Level 44, 45. Das ist orange. Ganz gut zu. Die erinnern mich so ein bisschen... Oh, da ist ein Boss dabei. Die erinnern mich so ein bisschen an die anderen, die wir da schon bei den Ätherischen getötet haben und die gar nicht mal so ohne waren. Maglugal. Verteidiger. Chronisch. Aber so irgendwie was Tolles hat er jetzt nicht gedroppt. Das ist ja auf der Map, das ist ja auch einfach nur so eine... wie die Niederhöllen, so quasi. Ein Ausflug in die Hölle. Vielleicht finden wir ja sogar noch ein paar Überlebende irgendwo gefangen. Also hier haben wir jetzt einen Rand. An den halte ich mich jetzt mal. Ups, hier ein Bruchstück. So, war das jetzt wichtig oder unwichtig? Es stellt sich natürlich die Frage, ob ich hier jetzt auch wieder irgendwas einreißen kann. Aber ich glaube nicht von den Knochen, die sind doch nur Deko. Sieht toll aus. Ist ja richtig so Obsidian-Welt. Hm, ich dachte, ich unterschätze mich auch ganz gut zu. Auch wenn ich ein Leech habe. So. Da kann nur manchmal was drin sein. Da ist sogar ein Wagen. Wo kommt der denn her? Hat es den auch durch das Portal gezogen? Gut möglich. Hier, das sieht aus wie so gestrandete Schiffe. Parasite Leere. Oh, die sehen ja auch cool aus. So, Würmer. Saugrüsseln.
testen, wie die parasitär tätig sind. Ja, aber wenn da nicht zu viele kommen, dann sind die ganz gut schaffbar. So ein Busch. Ich habe mich manchmal schon gefragt, ob was das bedeutet. Vielleicht ist nur irgendwas wieder aufgeladen. Oh, das ist ja riesig hier, guck mal. Ich dachte, das ist jetzt so eine kleine Höhle. Zu verachten. Die kann ich jetzt nicht zerdengeln. Ne? Die ragen einfach hier so raus. Sagen nix. Hier ist auch ein Turm. Also es könnte natürlich auch sein, dass die das, dass sie irgendwie so Land ergattert haben. Ich glaube nämlich nicht, dass sie selber solche Türme brauchen. Ah, das ist ja eine ganze Ruine. Auch wenn die teilweise hier aus Skelettstücken besteht. Oh, da kommt wieder was Dickes da hinten. Lass uns mal die Ads wegmachen. Mein Pet ist weg. Oh. I can't do that yet. Jetzt wollte vielleicht auch mal wieder ein Portal irgendwo hinsetzen. Halt, war die falsche Taste. Ich kann kein Portal machen. Oh, ich kann kein Portal machen. Das geht nicht hier in dieser Sphäre. Oh, vielleicht hat der mir ja wieder so ein... Nö, leider nicht. Ich hatte gehofft auf so ein Bindungssiegel. Aber... unheimlich stimmungsvoll gemacht, finde ich. Da ist auch der Kelpat Itot. Idoth Elektro. Ah, ein Blitzer. Lass mal gucken, ob ich den aushalte. So ein Attacken. Trügerisch. Mein Bett ist auch gleich hinüber. Aber er ist jetzt nicht so übermäßig. Schlimm. Da oben ist noch einer. Ktonsblut. Aber immerhin geht es jetzt schon wieder nach oben. Bis jetzt sieht alles gleich aus. Nichts Besonderes, keine verschwundenen Späher. Ein paar Bosse. Und jetzt auch keine Möglichkeit rauszukommen. Das ist ja auch so ein Punkt. Weil, wenn wir nicht porten können... Ah, da hinten ist eins. Aber ob das uns jetzt nach Hause führt oder nur in eine weitere... Da ist sogar eine Uhr. Eine weitere Sphäre des Chaos oder der Hölle. Das werden wir dann erst sehen. Ich gehe da jetzt noch nicht durch. Ich will natürlich hier erstmal alles erkunden. Gucken wir mal, wie noch was Besonderes ist. Da sind wir so. Oh, 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 oh. Das hält sich im Rahmen. Das ist eine Kanone, oder? Ja, ja. Ein altes Schlachtfeld. Wieder so ein Wagen. Aber mitnehmen oder zerstören kann ich nichts.
Sieht sogar relativ neu aus hier. Also wenn nicht zu viele von denen, diesen Obsidian-Schlechtern da auf mich einhauen, dann sind die ganz gut wegzukriegen. Ein Schatzfund. Oh, Dynamit. Das ist doch das Zeichen von diesen Todesanbetern. Ein Stück Dynamit öffnen. Und, oh, ätherisches Sendschreiben. Viele andere Sächelchen. Was steht denn da drin? Wo haben wir es denn? Ach, das ist das hier. Das kann man gar nicht lesen. Arkane Texte, die durch ätherische Energien verzaubert wurden. Wahrscheinlich werden sie verwendet, um Informationen zu übermitteln, die für sterbliche Augen zu heikel sind. Irgendein Special. Und das sind die Insignien. Da haben wir sogar ein Rezept gefunden. Relikt Sturmmühle. Die Relikte muss ich mir auch mal nochmal angucken. Die... Ob die noch etwas geeigneter sind als die, die ich... Das eine, das ich gerade habe. Ich habe letztes Mal, glaube ich, so ein Standard-Relikt mir erstellt. Damit ich überhaupt eins habe. Nachdem ich gemerkt habe, dass es das überhaupt gibt. Musik. Oh, da wächst sogar Gras. Guck mal. Da. Da ist irgendwie so eine abgestürzte Kirche oder sowas. Um noch einen Turm zu sehen. Aber wir wollten ja erstmal am Rand bleiben. Dass wir alles umrundet haben. Aber wir haben es schon fast geschafft. Und dann müssen wir natürlich nochmal durch die Mitte. Ab durch die Mitte. Wenn man in so ein Gebiet geht, kurz vor Level Up, ist das ja eigentlich auch cool, weil man dann sind sie nicht ganz so schwierig auf dem Level. Ich weiß nicht, ob die dann gleich auch wieder hoch skalieren oder ob die dann erstmal auf dem bleiben, weil man dann das Gebiet schon betreten hat. Oh, ich habe einen Totenkopf auf meinem Kopf. Wo kommt denn der her? Oh, war nur so ein Debuff. Dem Tode geweiht. Irgendwie sowas. Ein Haus! Ein Schatz! Ich hab's gesehen. Metallschatulle. Mit ein bisschen Goldstückchen. Eisenstückchen. Gold gibt's ja hier nicht. Jetzt hab ich wieder den Totenkopf auf dem Kopf. Debuff ist das nicht. Vielleicht ist das mal irgendwas von einem Gegenstand, den ich jetzt habe, weil hier unten jetzt nicht irgendwie angezeigt, als ob ich, oder ist das die Kampfeswut? Ich hatte ja da irgendwas, was meine Kampfeswut zeitweise erhöht. Das könnte das sein. Genau. Oh, jetzt weiß ich, aber da hinten liegt doch noch was. Das will ich aufheben. Nee, das war nur... So, jetzt sind wir, glaube ich, einmal rum. Ja. Und jetzt gucken wir einfach mal, was hier noch für Geheimnisse in der Mitte rumliegen. Also, wozu diese Kristalle sind. Bis jetzt fliegt ja nichts raus aus den Kristallen. Eine spätere Quest noch. Keine Ahnung. Aber da war viel.
meinen Schwarm nicht vergessen. Wir können ja schon mal so vorab ein bisschen Schaden machen. Oh, ein Boss. Ein Riesenkrabbel, Nagada, der große Schlund. Ragnada. War die beschworen oder kamen die da einfach raus? Ich glaube, ich bin einfach zu nah am nächsten Lager gewesen. Und Ruf gibt's. Wahrscheinlich kann man da auch schön dann farmen hier, wenn man dann immer wieder durch die Portale geht. Der Einsame. Den befreien wir mal von seinem einsamen Leben. Aber irgendwie questrelevant war das ja jetzt nicht, dass ich durch dieses Portal gegangen bin. Da habe ich keine Quest bekommen, sondern nur... Ja, wie kriegen wir das raus? Indem wir einfach mal in eins reingehen. Punkt für den Schrein habe ich jetzt absichtlich noch nicht vergeben, weil da muss ich mal das nachschauen. Und ich denke mal, das mache ich dann nicht in der Aufzeichnung, weil ich da ein bisschen vergleichen und gucken muss erstmal. Aber ich erzähle euch hinterher, was ich mir rausgesucht habe. Oh, das ist ja jetzt ein ganz großer und dass die immer so rot leuchten. Weil mir nämlich ein Zuschauer gesagt hat, dass ich nicht darauf geachtet habe bei dem Amboss, dass das sich nur auf einen, dass das nur was bringt, wenn man ein Schild hat. Ich habe jetzt noch nie nachgeguckt, aber ich dachte, da wäre Schild und Zweihandwaffe gestanden. Könnten wir zwar gleich mal gucken. Dann kann man da doch weiter scannen. Aber kann natürlich sein, dass ich da irgendwie anderes in Erinnerung habe, was ich auch angeguckt habe. Was flirrt da rum? Ich habe schlechte Erfahrung mit diesen komischen Bubbeln da. Gerade was mein Pet angeht. Kisten. Mit viel Gold. Und Kruscht. Doch hat man immer wieder was übersehen. Weil eigentlich sieht es ja jetzt hier schon erkundet aus, aber da habe ich noch nicht genau hingeschaut. Wahrscheinlich könnte man hier noch dreimal alles ablaufen und würde dann doch noch immer irgendwas finden, was man noch nicht entdeckt hat. Aber ich glaube, jetzt können wir uns auf den Weg nach oben machen. Und wieder hier raus. Irgendwo da oben war das Portal. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass dieses Portal immer irgendwo anders ist. Dass man das jedes Mal suchen muss, wenn man jetzt hier wieder reingeht. Und dass es dann wieder irgendwo anders steht. Das könnte ich mir gut vorstellen. Nein, das war weiter drüben. Da irgendwo, oder? Boah, das ist ja ein Riesenkörper. Nein, das Portal ist weg!
Das wäre es ja noch. Ich dachte, das wäre hier gewesen. Links von der, von dieser schwarzen Flagge. Wollen wir die Flagge finden? Vielleicht bin ich noch zu weit oben. Oder war das mal mehr da noch? Ach ja, genau hier. Da schneit's ja. Sieht aus wie Schnee. So, hier war es doch irgendwo. Irgendwo hier. Das ist mir aber unheimlich. Was natürlich auch noch witzig wäre, wenn das immer wieder mal seinen Ort so alle Minute verändert. Ist das mal möglich? Ja, ja, das klingt schon fast wie, als ob mich jemand auslachen würde, da die Geräusche. So, Gut, da kann man glaube ich. Nee, das ist schon. Ich dachte, das wäre noch so ein Schädelhaufen. Hallo, Portal. Wo bist du? Guck mal, ich habe hier alles erkundet. Ah, da ist es. Wobei das doch ein sehr markanter Ort ist. Und ich bin jetzt gespannt, wo ich hinkomme, ob ich wieder ans Sonnenlicht komme oder vielleicht weiter rein oder weiter runter oder in eine andere böse Sphäre. Unsere Speer haben wir ja noch nicht gefunden. Vielleicht sind die auch auf der anderen Seite. Mal sehen.